Die Stadtgemeinde Purkersdorf lud die neu zugezogenen Bürger in den Stadtsaal ein, um die ansässigen Vereine und Institutionen vorzustellen. Dieser Neubürgerentag findet einmal im Jahr statt, um unseren neu zugezogenen Bewohnern und Bewohnerinnen die Möglichkeit zu geben, sich über das Gemeindegebiet, über die Gemeinde Purkersdorf zu informieren, über die Vereine, Institutionen, die hier angesiedelt sind, zu informieren. Und ich freue mich, dass Sie, wie gesagt, dieser Einladung zu zahlreich nachgekommen sind. Auch die Zweitwohnsitze haben wir eingeladen, die wir werben wollen, dass sie Hauptwohnsitze in Purkersdorf werden. Und die Vereine werden sich auch vorstellen, weil Purkersdorf ist eine vereinsfreundliche Gemeinde, wo die Menschen gleich andocken können, wenn sie neu in Purkersdorf sind. Purkersdorf hat viel zu bieten. Wir haben pro Jahr einige hundert Menschen, die neu in unserer Stadt sind. Und die laden wir einmal im Jahr ein, um sie zu erinnern daran, dass Purkersdorf nicht nur eine Wohnstadt ist, sondern auch eine Stadt, wo es viele, viele andere Attraktivitäten und Attraktionen gibt und wo wir versuchen, die Menschen dafür zu gewinnen, in Purkersdorf auch beim Kultur- und beim Gesellschaftsleben teilzunehmen. Und das gelingt eigentlich immer sehr gut. Sie sind ein Neubürger von Purkersdorf. Was hat Sie bewogen, hierher zu ziehen? Einerseits die Nähe zu Wien, andererseits das grüne Umfeld. Ja, und trotzdem die Angebundenheit an die Berufsstadt Wien. Also klassischer Pendler. Alles Angenehme. Genau, das ist, stimmt. Heute stellt sich ja nicht nur die Gemeinde, sondern auch alle Vereine und Institutionen vor. Das heißt, man kann sich auch informieren, ob man sich einen Verein wo einbringt. Ja, das habe ich schon länger überlegt. Auch. Nur ich bin bereits in einem Verein tätig und jetzt ist die Frage, ob sich das kombinieren lässt oder wie auch immer. Ja, wie man die Zeit unter einen Hut bringt. Genau, dass man die Zeit unterbringt. Ja, in Purkersdorf können die Menschen aktiv sein. In Purkersdorf ist viel los. Wir haben ja über 70 Vereine, die aktiv sind. Und in Purkersdorf kann jeder sich einbringen, wenn er oder sie möchte. Die Zweitwohnsitzer werden ja sehr begehrt, dass sie sich melden hier. Denn es gibt ja dann einen Sprung für höhere Abgaben. Ja, Purkersdorf ist ja eine Gemeinde, die sehr viele Ausgaben hat in der Infrastruktur, Bildungsbereich, Kultur etc. Und um diesen hohen Standard halten zu können, brauchen wir natürlich Budgetmittel und Menschen, die in Purkersdorf Hauptwohnsitzer sind, sind natürlich Personen, die dann beim Finanzausgleich zählen, wo die Bundesfinanzmittel nach Purkersdorf fließen können. Der Sprung geht ja bei 10.000 und drüber und Purkersdorf steht ja ganz, ganz knapp davor. Ja, es sind so ungefähr 400, 450 Personen, die sich in Purkersdorf als Hauptwohnsitzer fehlen auf 10.000 und die 10.000er-Schwelle bringt ja einiges doch an Budgetmittel herein. Sie